Hallo Leute, willkommen zur Sims 4 Steinzeit Challenge. Heute ist Tag 18. Beim Schnelldurchlauf des Schlafens ist die Zeit so schnell vergangen, dass die Kinder den Schulanfang verpasst haben. Darum schicke ich dich jetzt gleich mal zur Schule, weck sie dann auf und starte jetzt erst das Spiel. Und ich hoffe, dass sie in halbwegs brauchbarer Verfassung sind. Sorry, Kinder. Es hat so schnell vorgespult. Das geht halbwegs und bei ihm geht's ganz gut. Okay. Hoffe ich, dass die Lehrerin nicht zu arg schimpft. So, nur jetzt sind sie beide in der Schule. Jetzt rennt das schon wieder so durch, weil die Eltern pennen. Ich lasse es mal so mittelschnell laufen. Jetzt gucken wir mal. Jakob muss schon ziemlich doll in den Busch und Lena nicht. Die Stahlblase hält. Was wird uns denn dahinter? Oh, feier den Geburtstag von Lora mit einer wilden Geburtstagsparty. Okay, irgendwann heute wird sie altern. Ich habe schon mein Handy mit dem Würfel bereitgelegt und grusel mich auch schon ganz schrecklich. Ich hoffe, dass das diesmal gut geht. Was ist das Problem? Bist du nicht gerade? Also er war jetzt definitiv noch nicht bei der Kuhpflanze. Gut, die muss er gleich füttern. Kuchen essen? Du spinnst ja wohl. Nein, 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 nein. Er geht pinkeln und muss dann noch dringender. Jetzt gehst du erstmal fertig pinkeln. Und dann isst du ein klein wenig von der Ofenkartoffel, damit du nicht allzu hungrig bist. Jetzt geh in den Busch. Los, auf, auf. Ja. Jetzt wollte er doch glatt den Kuchen essen gehen. Also den Kuhpflanzenkuchen, was dann zur Folge gehabt hätte, dass er von der Kuhpflanze verschlungen worden wäre. Naja, darum darf man die nicht übermäßig hungrig zum Füttern schicken. Sonst kommen die auf dumme Gedanken. So, jetzt ess ein bisschen was, dass es in den orangen Bereich kommt oder in den gelben. Okay, gut. Jetzt stell das hin und dann gehst du die Kuhpflanzen füttern, denn die sind schon furchtbar hungrig. So. Puh, war jetzt auch nicht schwer. Nicht leicht, meine ich. So. Hab's. Und? Hab's. Sehr gut, oh, da ist der schicke Herr Winter. Ah, da ist auch Lina aufgewacht und putzt den Grill brav. Jetzt ruft doch einfach mal zum Essen, dann könnt ihr alle zusammen was essen. Und Lina ist auch fast fertig mit Grillputzen, dann kann sie auch was essen. So, dann mache ich mit den beiden mal das übliche Morgengeschäft, also Garten pflegen, baden, angeln und so weiter. Und melde mich dann in Kürze wieder, weil die Kinder schon gleich schulfrei haben. Ja, die Kinder sind aus der Schule gekommen. Wow, Lora gehört zu den besten Landgrab-Grundschülern. Sehr gut. Das hat sie doch prima geschafft, ihre Grundschulzeit. Und hier stand auch irgendwo das... Wo war das? Noah. Noah hat hart gearbeitet und ist jetzt Zweiergrundschüler. Gut gemacht. Und danach ist Wochenende. Wunderbar.
Gratuliere, ihr Kindersleut. Habt ihr gut gemacht. Ich züchte mit euch gerade noch ein paar Frösche. So, Alora geht freiwillig von selbst in die Badewanne. Am besten machst du das gleich jetzt. Und Noah, du machst Hausaufgaben. Dann ist es auch erledigt. So, hier ist er jetzt, der Ota. Ja, und Lina. Ah, die Badewanne ist voll. Okay. Jo. Lina hat wohl in den Busch gereiert. Ja, kommt vor, gell? Und am besten gehst du einfach auch mal bestäuben, Lina. Dann ist deine Blase in optimaler Verfassung. So, Noah. Du bist eigentlich schon ziemlich sauber. Geh doch mal raus aus der Badewanne, damit die Lora rein kann. So, Lora, jetzt darfst du baden. Und Lina, räum das mal auf. Du sollst das nicht wieder hinstellen, sondern aufräumen. Naja, manchmal muss man eben das dreimal sagen. Was war das? Ah ja, ein Festival. Gut, das brauchen wir nicht. Jetzt gucke ich mal, was es mit Lora und ihrem Geburtstag auf sich hat. Ja, der läuft jetzt. Sie kann also jetzt jederzeit, wird sie jetzt altern. Grusel, gruseln. Ich verkaufe noch mal ein paar Sachen aus deren Inventaren und melde mich dann hier wieder. Ah, Jakob hat immerhin schon Angeln Level 9. Das ist ganz gut. Ich denke mal, das wird er schaffen, den Level 10 zu erreichen. Jetzt schauen wir mal, was Lina als bei der Gartenarbeit hat. Level 6, da hat sie noch einiges mehr zu tun. Aber sie ist dem Abschluss des Bestrebens näher. Sie kann das Bestreben schaffen, wenn sie Level 10 kriegt. Ja, hoffen wir mal das Beste. So. Ah ja, hier kann sie dann auch nach dem Baden gleich ein bisschen Käfer sprühen. Dann, ja, Kindersleut, ihr seid eigentlich fertig. Nun, ich habe da leider nichts rausgekriegt. Darum starte ich einfach mal die Versammlung und ja, im Zweifelsfall haben wir dann halt Pech gehabt und ich muss dann wieder eine neue Gruppe machen. Also gut, Versammlung starten. Jetzt können die Kinder kommen. Aber natürlich haben die dann nicht mehr viel Zeit, weil es schon wieder 19 Uhr ist. Irgendwie habe ich das auch ein bisschen verbummelt. Und Lora schläft. Na, genieß doch einfach nochmal das mit den Kindern. Sozusagen als Geburtstagsfestersatz. Über Gruppe Spielkinder reden. Und mehr Auswahl. Freundlich. Ich lasse die jetzt einfach mal ein bisschen mit den anderen Kiddies reden.
Na, jetzt sind sie alle schon am Schwimmen und am Plaudern. Das finde ich gut. Bisher hatten die irgendwie relativ wenig geplaudert, weil sie von selbst nicht ins Gespräch gekommen sind. Und es ist immer so anstrengend, die da plaudern zu lassen, gezielt. Aber so geht das jetzt ganz gut. Ja, Laura, nur dass du es weißt, das ist jetzt dein Geburtstag. Ah, und Lina wollte ich, die hat mal wieder ein Schaumbad genommen, wollte ich beauftragen, bau das erstmal fertig und dann grillst du mal wieder Bratfisch, denn ich habe ihr einen Bratfisch von Jakob gegeben. Also den Jakob gefangen hat. Na, müsste es doch gleich fertig sein. Na, jetzt dauert das, nein, nicht noch eins. Na, klasse. Die machen ohne Unterbrechung eins nach dem anderen und dann wird auch gleich immer das Geld dafür bezahlt. Soll sie dann nachher machen. So, hier... Jakob ist recht im grünen Bereich, nur ein bisschen müde und hat fleißig Fische gefangen. Ah, ist Laura Sommer nicht einfach die Beste, sagt hier der Bub. Ja, ja, ich züchte noch ein paar Frösche. So, die Kuhpflanzen sind gerade schon wieder hungrig geworden. Tja, jetzt schauen wir mal, wie sich das mit dem Geburtstag entwickelt. Eigentlich müsste das jetzt jederzeit passieren. Sagen wir mal, wenn es bis 12 Uhr nachts nicht passiert ist, dann verschieben wir das auf nächste Episode. Aber ich würde es eigentlich gerne hinter mich bringen. So, ihr Kinder, mal, was ich mal versuchen könnte, ob es da eine Aktion gibt. Wo ist denn ihr Bruder da? Oh, jetzt! Laura Sommer ist ein Teenager. Laura ist älter geworden. Dann machen wir sie auch zur Gärtnerin. Das sollten wir alle in dieser... Generation und liebt die Natur. So. Da steht sie. Oh, schick sieht sie. Hungrig ist sie. Ja. Ess doch mal was, während ich den Würfel schmeiße. Hips, ja. Okay. Also, drückt die Daumen, drückt ganz, ganz doll die Daumen. Es darf jede Zahl von 3 bis 6 sein. Nein! Eine 2. Eine 2. Oh. Okay. Arme Laura. Das mit dem Essen kannst du dir jetzt fast auch sparen. Wir schicken jetzt mal die anderen Kinder heim. Also 2 bedeutet, dass sie jetzt gleich von der Kuhpflanze gefressen wird. Wer sich das nicht angucken will, der sollte jetzt abschalten. So, ich werde die anderen mal alle ins Bett schicken. Also Versammlung ist geschlossen. Gut, ich bin jetzt natürlich wieder ganz durcheinander, wie ihr euch bestimmt denken könnt, dass das schon wieder passiert ist. Die sind eh alle ganz müde, außer Lina. Du gehst aber trotzdem ins Bett.
Ich hoffe, dass sie diesmal alle drei brav schlafen. Oder vielleicht, ich lass Lina noch mal die Lora umarmen. Das wäre ja sonst zu tragisch so. Freundlich, jetzt bitte, bitte, lass mich doch das Umarmen schnell finden. So. Okay, die anderen beiden schlafen schon. Ja. Wo bleibt sie denn? Da kommt sie. Okay. Floopy. Polino. Okay. Ja, Lina, jetzt ab ins Bett. Ich hoffe ja, dass mein Würfel auch noch mal, wenn ich zu anderen Zeiten würfel, dann hat er meistens höhere Zahlen. Nur wenn ich diese Würfelungen mache. Schlimm, schlimm, schlimm. So, Kuchen essen. Ach, arme Lora. Aber wenigstens können wir das jetzt in einem Aufwasch machen. Oh, sorry, es ist verschlossen, das sehe ich ein. Tür aufschließen und Tür abschließen für jeden außer Lora. Ja, und dann, wenn es passiert ist, muss ich aufschließen, damit der Tod reinkommt. Okay, also. Kuchen essen. Tschüss, Lora. Na, das erste Mal kommt sie ja noch mal wieder. Okay. Und jetzt hier noch mal Kuchen essen. Kuchen essen. Nein, nicht ins Bett. Leider nicht. Tschüss, liebe Lora. Tür aufschließen. Da ist er schon wieder, der Gevatter tot. Jo, stehst du rum und guckst dumm? Tu deinen Job. Jetzt zückt er sein Tablet. Und jetzt spielt er auch mit der Kuhpflanze. Was er da wohl treibt? Spielt er jetzt mit seinem Handy? Oder? Ah, und da ist der Grabstein. Den stelle ich mal daneben. So. Tja, abschließen für jeden außer Jakob. Tschüss, Lora. Ich hatte echt gehofft, du schaffst es. So, jetzt gucken wir hier mal nach unserer schlafenden Familie. Tschüss, ihr drei. Wie gut, dass ihr es wenigstens verschlafen habt.
Ich wünsche euch trotz allem eine gute Nacht. Und auch dir, lieber Zuschauer, wünsche ich eine sehr gute Nacht oder noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.